parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen an unserem ersten Anlass in der neuen Legislatur. Ich freue mich riesig, dass wir so viele neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament hier begrüßen dürfen. Sehr viele Leute auch aus Bund, kantonal und städtischer Verwaltung. Und dann auch ein ganz wichtiger Part, die Vertretung aus der Wirtschaft. Genau das soll ja dieser Anlass auch zum Zweck haben, einen Austausch zwischen Leuten aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung und mit den Politikerinnen und Politikern, die hier in Bern entscheiden, in welche Richtung das es politisch geht. Ich entschuldige meinen Co-Präsidentskollegen Christian Wasserfallen, er wird aber später noch zu uns stoßen und Sie dann am ganzen Schluss vom Abend dafür würdig verabschieden. Heute geht es um das Thema Open Government Data. Den einen von Ihnen ist das vielleicht schon näher, den anderen vielleicht noch nicht so ganz. Generell geht es ja darum, die Verfügbarkeit von Behördendaten zur freien Wiederverwendung einzusetzen, sofern sie nicht aus datenschützerischen oder aus Persönlichkeitsgründen geschützt werden müssen. Sie sehen es auf unserem Programm. Wir haben anschließend hochkarätige Referenten, die Ihnen das Thema näher bringen werden. Und last but not least, das möchte ich Ihnen jetzt schon auf den Tisch legen, wir möchten auch Nägel mit Köpfen machen. Die Bevölkerung sagt ja immer, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier geben große Versprechen ab in den Wahlkämpfen. Am Schluss werden wir ein Manifest zirkulieren lassen und von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, ob Open Data Government wirklich ein Thema ist, für das Sie sich in der nächsten Legislatur engagieren möchten. Mehr dazu dann auch zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt übergebe ich unserem Geschäftsführer Matthias Stürmer. Er wird Ihnen den Ablauf noch erklären und dann gibt es dann auch bald etwas Kleines zu essen. Besten Dank, Matthias.